Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Top-Empfehlungsvideo zum Saisonstart. Wir sehen heute das Video Nummer 6 und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal um die Pflege eures Rasens und zwar kurzform zusammengefasst alle Tipps, die vielleicht wichtig sind, die dafür sorgen, dass euer Rasen auch wieder schick wird. Ihr habt vielleicht schon die letzten Monate immer gesehen, dass wir einen relativ beschissenen Rasen momentan haben. Das lag auch an der wirklich total mangelhaften Pflege. Das soll jetzt aber anders werden. Dafür habe ich ja schon in Video Nummer 5, in dem letzten Video, was erschienen ist, gezeigt mit dieser Gloria Brush. Ihr könnt da gerne nochmal reinschauen. Das ist die schnellste Art und Weise, wie ihr eure Gartenwege sauber machen könnt, also die Stein- und Pflasterwege. Oder vielleicht auch Terrassen und so weiter. Jetzt geht es hier aber vorrangig um Rasenpflege. Und zwar habe ich hier diesen Vertikutierer. Das ist eine Vertikutierwalze, die dort auch mit zwei einfachen Handgriffen raufgesteckt wird. Und dann kann man damit den kompletten Rasen vertikutieren, elektrisch, also mit Stromkabel. Ja, und die wichtigsten Tipps fasse ich jetzt einmal kurz zusammen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Gartenprofis empfehlen natürlich auch mindestens einmal bis zu zweimal im Jahr, das heißt im Frühjahr, so wie jetzt die Zeit, kurz nach Ostern und natürlich auch nochmal nach dem Herbst, kurz vorm Winter, den Rasen zu düngen. Das könnt ihr machen mit so einem Garten- und Rasenkalk, wie ich ihn hier zeige. Das Allerwichtigste, bevor ihr aber den Rasen kalkt bzw. düngt, ist immer, den Rasen vorher kurz zu mähen. Das heißt, der Rasenmäher wird euer bester Freund sein und es euch danken. Und um nochmal auf die Vertikutierwalze zu kommen, ja, das machen wir, aber es muss noch mindestens einen Monat warten. Denn wenn ich jetzt heute diesen Gartenkalk auftrage, muss er ja auch noch gewässert werden, der Rasen. Der Kalk muss einziehen. Jetzt nach dem Winter beginnt der Rasen ja erst wieder neu zu wachsen. Und das ist auch wichtig, denn wenn die Nährstoffe nicht im Boden ankommen und der Rasen dadurch nicht zehren kann, dann wäre so ein Vertikutieren vorher fatal, denn ihr würdet damit euren schönen Rasen kaputt machen. Ihr müsst natürlich bedenken, dass ihr kreuzweise den Rasen vertikutieren müsst. Das heißt in zwei Richtungen, also längs sowohl als auch quer. Und ihr dürft auch nicht vergessen, den Rasen immer wieder neu zu wässern, denn in der Trockenheit der Sommer können solche sensiblen Pflanzen wie Rasen nur überleben, wenn sie auch regelmäßig gewässert werden. Ich möchte euch jetzt einmal zeigen, wie ich diesen Garten- und Rasenkalk hier auf den Rasen auftragen möchte. Und zwar habe ich hier so eine kleine Schaufel, so eine Stahlschaufel oder Eisenschaufel. Immer so, dass die Schaufel gerade so gefüllt ist. Ja, wenn ich hier ausreichend aufgefüllt habe auf die Schaufel, dann nehme ich das einfach mit rüber zur Rasenfläche und schippe das hier so leicht immer so in kleinen Schlangenlinien auf den Rasen. Versuche dabei natürlich, dass möglichst jede Fläche auch was abbekommt. Ja, und so lange wird es wiederholt, bis ich denke, dass die ganze Fläche bzw. der gesamte Garten oder die Rasenfläche auch gedüngt ist und was abgekriegt hat. Und falls es nicht reicht, ja, dann kann man ja noch mal ein Päckchen nachkaufen. Ist ja nicht so schlimm, kostet ja nicht die Welt. Der hier hat jetzt bei Aldi Nord 2,99 gekostet. Ja, meine Güte, das sind 10 Kilo. Von daher wirklich eine super Investition für gesunden und grünen Rasen im Sommer. In unserer Playlist mit den Top-Empfehlungen seht ihr Videos zu Kaufempfehlungen, zu Tipps und Tricks rund um den Garten, um Pflege, um altersgerechte Hinweise und wie ihr euch das Leben als Gärtner erleichtern könnt. Viele Tipps für Faule und ja, wir sagen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Wir wünschen euch gutes Gelingen bei allen Aufgaben, die im Garten auf euch warten. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.